Liebe Kursteilnehmer, ich möchte mit Ihnen in dieser ersten Übung eine neue Datenbank anlegen und dort eine neue leere Tabelle. Damit Sie dann schon wissen, wo es darauf hinauslaufen soll, zeige ich Ihnen aus der vorangegangenen Übung mit einem früheren Kurs, wie das am Ende aussehen soll. Es geht um die Tabelle Mitarbeiter, die hier in diese Datenbank eingefügt werden soll. Und da sehen wir hier ein paar Musterdaten. Insgesamt gibt es 66 Datensätze. Im ersten steht der Cursor. Datensatz ist das, was hier in der Zeile steht, also wo ich jetzt lang fahre, in diesem dunkel hinterlegten Datensatz, ist der Datensatz von Uwe Müller. Der hat hier die ID, die laufende Nummer 1, hat die Personalnummer 000815. Vorname Uwe, Nachname Müller, also das, was ich jetzt vorlese, das sind die Spaltenköpfe. Man könnte da auch Feldnamen zu sagen oder Attribute. Er hat Anrede Herr, also er ist männlich, er gehört zu einer Abteilung. Er hat eine Kostenstelle, er ist an einem bestimmten Datum eingetreten, er hat einen Tagessatz und er hat keinen Pkw-Führerschein. Und hier könnte man noch einen Lebenslauf hinterlegen, wenn das eine Personalakte wäre, die hier zum Teil dargestellt wird. Wir merken uns, Datensätze stehen hier in Zeilen und gleichartige Informationen stehen in Spalten. Und da ist also die Personalnummer zu nennen, die hier so angelegt werden soll, dass sie immer sechsstellig ist. Vorname ist ein Textfeld, Nachname ist ein Textfeld, Anrede kann Frau oder Herr sein. Bei Abteilung ist es so, dass da etwas verschlüsselt ist. Zwei Stellen hier vorne, die sagen was aus. Hier hinten wird eine Aussage über das Land gemacht, also DE wie Deutschland. Also das ist jetzt so ein Muster, wie es in der Praxis häufig vorkommt. Dann haben wir hier noch eine Kostenstelle, die vierstellig ist und ein Eintrittsdatum. Tagessatz könnte auch Währung sein, hier ist es nur eine Zahl. Und das hier ist ein Ja-Nein-Feld. Wir merken uns das. Und das soll jetzt auch in der neuen Datenbank in der ersten Tabelle so angelegt werden. Ich habe Access geschlossen und neu geöffnet. Und da fange ich jetzt mit einer leeren Datenbank an. Wichtig ist, bei Datenbanken muss man sofort festlegen, wo sie gespeichert wird und wie sie heißen soll. Sie sehen hier bei mir, da steht C Users Conrad Documents, also das ist der Pfad, in dem die Datenbank 3, Database 3 gespeichert wird. Wenn ich jetzt möchte, dass die Übung heißt, Übung 1, dann gebe ich den Namen an und klicke auf Erstellen. Und schon sehen wir Übung 1, Access Datenbank in der Version 2007 bis 2010. Das steht auch so in der Titelleiste. Eine Datenbank ohne Tabelle macht keinen Sinn. Deshalb ist auch gleich als erstes hier ein Register mit einem Tabellensymbol aufgetaucht. Und hier kann ich dann hineinschreiben, was in die Tabelle hinein soll. Ich kann auch sofort anfangen, den ersten Datensatz zu schreiben. Zum Beispiel, wenn ich eben an den Uwe Müller denke, 000815, das soll dann die Personalnummer werden. Mit der Tabulatortaste gehe ich zur zweiten Spalte. Da schreibe ich dann Uwe. Mit der Tabulatortaste gehe ich zur dritten Spalte, wo der Nachname hinkommt. Wir sehen hier über dem Namen, da taucht noch nicht Nachname oder Vorname auf. Da steht Feld 3. So, dann kommt hier die Anrede Herr. Die Abteilung LOCODE08A. Dann haben wir die Kostenstelle. Da will ich jetzt schon mal etwas Neues einfügen. Ich hatte eben beim Feld 1, hatte ich einfach nur 000815 geschrieben. Und damit ist das automatisch zu einem Zahlenfeld geworden. Wenn ich aber zum Beispiel hier bei der anderen Spalte, ich nenne sie Kostenstelle, auch will, dass da führende Nullen stehen, also zum Beispiel Postleitzahlen in den neuen Bundesländern, die mit 0 anfangen, dann muss ich hier etwas beachten. Da gebe ich hier vor, dass das ein Textfeld ist
Und dann kann ich da auch Zahlen schreiben wie 0001. So, dann gehe ich weiter. Sie sehen, hier ist das, was vor der 1 steht, die 0, die sind stehen geblieben. Hier war das nicht der Fall. Also da gibt es Dinge, die später noch einer Besprechung bedürfen. Beim Eintrittsdatum, das erkennt Access automatisch. Wenn ich da jetzt 18.9.2003 eintrage, dann ist das also unproblematisch. Der Tagessatz, wenn ich da jetzt einfach mal 500 schreibe, dann wird das automatisch ein Zahlenfeld. Jetzt will ich noch den Führerschein und das muss ein Ja-Nein-Feld sein. Und da gibt es, wenn ich hier auf dieses kleine Dreieck klicke, schon eine Auswahl von möglichen Typen, von Datentypen. Und das, was ich da brauche, das ist Ja-Nein. Und da kann ich dann auch gleich oben hinschreiben, PKW-FS. Das ist also jetzt der Feldname. Und wenn der keinen hat, dann bleibt das Kästchen frei. Einen Datensatz schreibe ich noch. Ich klicke also hier unter Feld 1, unter 815. Und da schreibe ich jetzt hin die 100, 102. Ich nehme jetzt mal, wie die Daten schon vorliegen in meiner Unterlage. Und da ist die Emma Schulze. Sie sehen, wenn ich Emma schreibe und die Tab-Taste drücke, dann kann ich also da gleich Schulze schreiben. Und das ist eine Frau. Da gibt es also nur zwei Möglichkeiten. Bei der Anrede kann man also später auch berücksichtigen. Und die ist bei der Abteilung LOQM, wie Qualitätsmanagement in Deutschland.de, dann 08 und ein S. 08 ist ein Standort und die Kostenstelle ist 00002. Und Feld 7, da ist dann, die ist noch nicht so lange da, 1.1.2010. Und ein Tagessatz hat sie auch, 490. Und einen Führerschein hat sie auch. Mache ich einfach mal einen Haken rein, damit wir sehen, das geht. So viel zur Erfassung der ersten Datensätze. Wir haben aber dann an dieser Stelle nur einen einzigen aussagekräftigen Feldnamen, nämlich PKW-Führerschein. Hier sollte Personalnummer hin. Wie kann man das machen? Mit der rechten Maustaste. So kennen wir das ja auch von anderen Programmen. Kann ich also darauf klicken, wähle dann Feld umbenennen. Und das hier soll jetzt PersNR, Personalnummer werden. Feld 2, rechte Maustaste darauf, das ist dann der Vorname. Die ganze Spalte, die ist also voller Vornamen, bisher nur zwei. Feld 3 wird Nachname. Feld 4 ist die Anrede. Das kann man sich natürlich optimalerweise schon vorher überlegen, aber Sie sehen, wenn ich da jetzt erstmal was reinschreibe, so wie mir das einfällt, bietet Access die Möglichkeit, dieses nachträglich damit passenden Feldnamen zu versehen. Abteilung ist das hier. Feld 6 ist Kostenstelle. Feld KST abgekürzt und das ist das Eintrittsdatum und dann haben wir hier noch den Tagessatz. So, und wenn ich dann den nächsten hier erfasse, die 100, 103, meistens geht das ja dann fortlaufend und das soll dann der Werner Meier sein. Dann geht das genauso wie vorhin. Nur jetzt ist natürlich sofort klar, Werner ist der Vorname und Meier der Nachname und so weiter. Was haben wir bei dieser Übung gesehen? Wenn ich eine neue Datenbank anlege, dann wird mir sofort eine leere Tabelle bereitgestellt und da kann ich dann sofort anfangen einzutragen.
Sinn macht das aber eigentlich erst, wenn diese Spalten auch eine Überschrift haben, die aussagekräftig sind. Aber Sie sehen, das lässt sich auch im Nachhinein noch erledigen. Ich bedanke mich für Aufmerksamkeit bei diesem ersten Video zur Anlage einer neuen Datenbank.